Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt. Und ihr habt am Thumbnail schon gesehen, was los ist. Ich rüste auf. Ich hatte in Deutschland noch einen kleinen Schatz aus meinem letzten Leben. Und den habe ich recht gut verkaufen können. Und leiste mir jetzt einfach für mein Hobby, für YouTube, noch zwei Sachen, die ich gerne haben wollte. Das eine ist eine Drohne. Hier seht ihr mich gerade im Laden, wie ich die DJI Mini 2 kaufe, und danach bin ich dann noch in ein großes Shopping Center gefahren und habe mir noch die DJI Action 2 gekauft. Ja, das war viel Geld, roundabout beides zusammen 40.000 Baht, aber es ist nun mal mein Hobby geworden. Mir macht das mit dem YouTube hier unglaublich Spaß. Ich habe nur gemerkt, dass ich nur mit der Sony einfach an meine Grenzen komme. Ja, auch das ewige auf den Gimbal draufschrauben, auf dem Moped mit einer Hand fahren, das ist alles Kokolores. Also eine Actioncam braucht man noch. Und die Drohne, gut, das ist jetzt ein Luxus. Aber gut, das ist halt mein Hobby, ne? Ich meine, gönne ich mir halt. So. Und es ist immer auch noch Geld übrig von dem Verkauf in Deutschland. Also da können wir jetzt am Anbau vielleicht das ein oder andere noch kaufen, was wir hätten sonst nicht kaufen können. Und was nützt mir das, wenn in Deutschland irgendwo was im Safe liegt und vor sich hingammelt? So ist es weg und gut ist. Ja, hier bin ich in diesem DJI Store in Chiang Mai. Der junge Mann ist der jüngere Bruder vom Inhaber und er hat mir das top erklärt. Ich lasse euch einen Link zu dem Laden unten in der Videobeschreibung, falls das jemand interessiert. Er war super. Er konnte zwar nicht so gut Englisch, aber wir zwei haben uns ganz gut verstanden. Und was die vor allen Dingen anbieten, deswegen habe ich das da gekauft und nirgendwo anders. Er macht jetzt auch die ganze Registrierung, weil du musst in Thailand die Drohne registrieren, du musst den Piloten registrieren und du brauchst eine Versicherung. Das machen die aber alles für mich. Ja, ich habe alle Kopien dagelassen, die brauchen, Handynummer, bla bla bla. Der kümmert sich um allen Scheiß, der sagt, im schlimmsten Fall dauert das 8 Wochen. Dann habe ich alle Unterlagen und er weiß halt, was er da in diese Formulare eintragen muss. Und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Nerv für. Ja, und das fand ich sehr angenehm, diesen Service. Da bin ich auch gerne bereit, eine Kleinigkeit mehr zu bezahlen. Und er hat mir die Drohne wirklich toll erklärt. Er hat mir die App runtergeladen. Er hat die Firmware geupdatet in der Fernbedienung, die Firmware in der Drohne selber. Und hat mir einfach nochmal so in Grundzügen gezeigt, auf was ich achten muss, wenn ich mal einen Propeller tausche. Guck mal, hier ist eine kleine Markierung drauf, die muss dann da in die Richtung zeigen. Und also klar, man hätte sich das auch alles mit irgendwelchen YouTube-Videos drauf schaffen können, aber es ist ganz gut, wenn einem mal einer live zeigt, wie sowas geht. Ja, und ich bin gespannt. Ich habe es dann noch nicht selber geflogen. Ihr seht gleich die ersten Bilder. Er hat sie mir dann einmal kurz vorgeführt, was in Chiang Mai gar nicht so einfach ist, weil da gibt es einen Flughafen. Da musste er auch erst wieder irgendwelche Sicherheitsschranken überwinden und registrieren und machen und tun, damit er das überhaupt machen konnte. Aber er wusste genau, was er zu tun hat. Und obwohl die App, also das läuft ja übers Handy, obwohl die App in Deutsch war, wusste er genau, wo er drücken muss. Also er war sehr firm, war wirklich gut. Er hat mir auch direkt gesagt, pass auf, in Thailand darfst du bis zu der und der Höhe fliegen und maximal so und so weit weg vom Piloten. Ich stelle dir das direkt in der App so ein, dass mehr gar nicht geht. Und dann hast du auch kein Problem. Fand ich super. Dann hat er mich nochmal darauf hingewiesen, nicht in Klöstern filmen. Frag den Abt, wenn der sagt, das ist okay, kannst das machen. Ansonsten nicht. Auch nicht da, wo Militär ist. In den Nationalparks auch nur mit Einwilligung der diensthabenden Rangers. Ja, und hat mir einfach nochmal so ein kurzes Briefing gegeben, wie man sich mit so einer Drohne zu verhalten hat in Thailand und was hier so die Regeln sind. Und da war ich ihm wirklich dankbar für. Das ist was ganz anderes, wenn das jemand live macht, als wenn man den ganzen Kram sich selber drauf schaffen muss. Beim Kauf der Kamera hat die Josephine mich dann noch unterstützt. Die habe ich heute getroffen. Die hatte mir nämlich netterweise ein bisschen Roggenmehl organisiert zum Brotbacken und hatte noch eine Motorradjacke über, die werde ich gleich mal Probe tragen. Eventuell kaufe ich ihr die ab. Und haben mal lecker einen Kaffee zusammengetrunken und ein bisschen gequatscht. Und das ist halt auch immer schön, wenn man mal jemanden zum Quatschen hat in der eigenen Muttersprache. Ja, haben wir ein Stündchen da zusammen verbracht. Josephine, vielen lieben Dank für den Kaffee und den netten Nachmittag. Und dann habe ich mein ganzes Gelumpe genommen und bin wieder nach Hause gedüst. Und jetzt sitze ich gerade hier und schneide das Video zusammen.
lade die ganzen Akkus und das ist ja unglaublich, was jetzt hier mittlerweile an Ladegeräten rumliegt. Ich bräuchte eigentlich noch so eine Steckdosenleiste und noch einen Tisch, aber gut, irgendwann, wenn hier das Schlafzimmer aus meinem Büro raus ist, wenn wir drüben noch gebaut haben, dann werde ich mir auch noch einen zweiten Tisch hinstellen. Sopa steckt. Die Katze angerannt. Da ist die Sopa. Ich teste gerade die Kameras. Sopa schimpft mit den Katzen. So, und bis jetzt bin ich ja immer hingegangen, habe beim Mopedfahren dann einfach hier dieses Teil ausgeklappt und habe mich dann quasi so selber gefilmt, was natürlich super gefährlich ist. Und hast dann nur noch eine Hand am Lenkrad, kannst nicht richtig reagieren und außerdem wackelt das halt fürchterlich. Jetzt habe ich dieses Ding, das kann ich also mit diversen Clips am Moped festmachen oder eben so einfach über dem T-Shirt tragen, unauffällig, wenn man über den Markt geht und man will mal mitfilmen. Und ja, deswegen habe ich aufgerüstet. Das ist also jetzt die Action Cam. Das ist die DJI Action 2. Ich habe noch das Kameramodul drin. Und ich werde jetzt hier kein Review von der Kamera an sich machen. Ich habe mich für die entschieden, hauptsächlich, weil die den größten Weitwinkel hat von allen. Wo ich was drüber gelesen habe. Im Prinzip standen eh nur drei Modelle zur Auswahl. Und ich höre hier ganz merkwürdige Geräusche aus meinem Handy. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Man weiß es nicht. Jedenfalls, ja, also da der Weitwinkel hat mich angesprochen und eben, dass die so super klein und kompakt ist. Da brauche ich jetzt vielleicht noch hier und da ein bisschen Zubehör, so ein Selfie-Stick, wo ich die vorne draufschrauben kann und all so ein Kleinkram, eine wasserdichte Box, wenn ich damit mal tauchen will. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt erstmal ausgestattet, bis auf ein paar Zubehörteile vielleicht und habe jetzt eben auch die Möglichkeit mal unterwegs was zu filmen, ohne dass das ständig so wackelt. So, jetzt die DJI in die Hand genommen, filme ich damit. Was halt ist, die wird brutal heiß. Also, wenn die nicht gekühlt wird vom Fahrtwind, das hatte ich aber auch bei den Reviews gelesen, dann wird die halt tierisch warm. Aber das scheint so der einzigste Manko zu sein. Da hoffen alle, dass das bei einem Firmware-Update wieder besser wird. Jetzt habe ich hier in jeder Hand eine Kamera für mich selber. Ups, strange. Ja. Und ja, das war bei den letzten Modellen wohl auch so in der ersten, zweiten Firmware. Und ab der dritten Firmware hatten sie das wohl ein bisschen mehr im Griff. Ich drehe mal rum, dann könnt ihr mal sehen, was die Sopa macht. So, jetzt gehe ich mal rein und guck mal, wie ich die Daten aus der kleinen Kamera rauskriege. Ich sehe das Ganze parallel auf dem Handy. Wahrscheinlich muss ich das noch nicht mal die SD-Karte. Nein, hier ist gar keine SD-Karte drin, die ist im Kameramodul, in dem Display-Modul. Aber ich denke mal, das kann ich einfach so runterziehen. Mal gucken. Ich habe jetzt zu fummeln die nächsten Tage, habe ich, glaube ich, eine ganze Menge zu tun.